Wir haben hier was Neues und zwar die neue Sorte von Aino, den La Piña. Und wer sich bei Pina gedacht hat, das ist doch vielleicht ein Ananas-Flavor, der liegt absolut goldrichtig. Und genau den werden wir jetzt testen. Neuer Dark Blend von Aino, der La Piña. Kopfbau. Als Köpfchen nehmen wir den Vandenberg V1 und dann schnappen wir uns hier mal die erste Dose. Ich hatte das Glück, dass ich den vorab schon erwerben konnte und dann können wir den heute schon testen. Beziehungsweise wenn das Video rauskommt, ist glaube ich sogar genau heute oder morgen Release. Also freitags oder samstags kommt er raus. So sieht er aus, ne? Wie gewohnt von Aino Dark Blend. 25 Gramm kosten 4,99 Euro. Kommt auch in der gewohnt guten Dose von Aino. Ebenfalls hier noch mit dem Aromasiegel. Richtig und wichtig. Jetzt müsste man nur fähig sein, das aufzukriegen. So. Und das ist schon mal Schnitt und Feuchtigkeit. Das sieht auch wie gewohnt wunderbar aus bei Aino. Und da kommt uns schon eine sehr, sehr spritzige, saure, aber auch süße Ananasnote entgegen. Ich finde, die Ananasnote hat sehr was von so einem Ananas-Softdrink. Also jetzt nicht so ein Full Fanta Exotic oder sowas. Aber es wirkt schon wie eine leicht süßigkeitenartige Umsetzung von einer Ananas. Was aber in dem Fall actually sehr geil rüberkommt. Packen wir uns den mal hier Gabel für Gabel ins Köpfchen. Ah, es hat auch diese geile, wenn du so eine reife Ananas hast, ne, dann hat das diese geile, vollmundige Süße. Ne? Kennst du ja, wenn du dann so, oder Ananassaft, wenn du so eine, wenn du die Ananasringe kaufst, die in diesem gottlos süßen, geilen Ananaswasser liegen. Die Geruchsnote kommt dir hier entgegen, wenn du die Dose aufhast. Also auf jeden Fall sehr nice. So viel Tabak brauchen wir, dann ist das Köpfchen voll. Jetzt wird das Ganze noch verteilt. Dafür gehen wir einmal außen über den Rand. Dasselbe machen wir innen und gleichzeitig gucken wir, dass der Tabak schön gleichmäßig verteilt hier im Köpfchen liegt. Ich versuche nicht zu viel anzudrücken, aber so ein kleines bisschen zurechtlegen. Nicht andrücken, sondern ein zurechtlegen. Und wenn wir das einmal rundherum gemacht haben und happy sind mit unserem Ergebnis, dann fehlt uns nur noch ein Schritt. Und das ist noch einmal mit einem Zewa hier über den Rand zu gehen. Und bei dem Vandenberg versuche ich da actually so ein bisschen noch mit reinzugehen mit dem Zewa, dass da nicht zu viel Molasse hängt. Ich habe nämlich gerade bei dem hellen Vandenberg oft das Problem, dass sich hier so Ablagerungen bilden. Und wenn du den Rand schön sauber machst, dann kannst du dem ein bisschen entgegenwirken, weil dann musst du nicht so viel schrubben beim Saubermachen. So, dann gucken wir noch, wie viel wir hier in unseren Vandenberg final gepackt haben. 50 Gramm. Ich glaube, das stimmt nicht. Perfekt. Also 19,9 Gramm hatten wir in dem Köpfchen. Gut, ich warte auf die Kohle, ich rauche an und dann sage ich Bescheid, wie er ist. Kohle ist auf dem Köpfchen. Ich sage Bescheid, wenn er angeraucht ist. So, La Piña läuft jetzt schon eine ganze Weile. Ich zeige euch erstmal Rauchentwicklung. Das ist wie bei jedem anderen Aino auch. Wunderbar, kein Drücken, kein Kratzen, läuft ganz, ganz, ganz entspannt. Geschmacklich. Beim Geruch habe ich ja noch gesagt, ich habe so eine krasse Süße am Start. Die fehlt im Geschmack etwas. Also er ist bei weitem nicht so süß im Geschmack, wie es beim Geruch noch der Fall war. Er ist trotzdem sehr lecker. Es ist eine spritzige, frische, aber jetzt eher säuerliche Ananas im Geschmack. Finde ich aber nicht schlimm. Ich muss sagen, Ananas pur rauchen kommt bei mir eh nie in Frage. Also ich wüsste nicht, wenn ich das letzte Mal einen Kopf Ananas pur geraucht habe. Und zum Mischen, saugut. Stelle ich mir auf jeden Fall saugut vor. Ich werde da auf jeden Fall noch einige Mixes mit testen. Aber so der erste Eindruck vom La Piña, sehr gut. Hat Aino mal wieder was Gutes gemacht, aber gut. Aino testet und ändert halt auch so lange, bis die Sachen gut sind, ne? Naja, auf jeden Fall Props. Guter, guter Ananas-Flavor geworden.